Intergalaktische Gemüse- und Mikrobenkontrolle. Bei eurer Rückkehr vom Planeten Osiris habt ihr unseren Kontrollpunkt verpasst. Ich musste nach Hause, ich brauchte meine Flasche. Ich bin nur ein Baby, weißt du? Ein gefährlicher Virus ist vermisst gemeldet. Ein Virus von Osiris. Wir haben ihn bestimmt nicht gesehen. Verstehe. Dieser Virus hält sich gerne an Schuhsohlen fest. Und wenn ihr anständige Bürger seid, dann wischt ihr immer eure Schuhe sauber. Naja, manchmal vergisst er's. Ja. Aha, das hab ich mir doch gedacht. Ich muss euch jetzt alle durchleuchten. Ihr seid sauber, nichts zu sehen. Ja, merkwürdig, auch sauber. Ihr habt alle keine Anzeichen vom Virus. Hier ist eine Abbildung des Virus alias Nasi Benhachi. Ich kann gar nicht sehen. Sieh genau hin. Lasst euch nicht durch das unschuldige Gesicht täuschen. Er putzt lieber die gesamte Galaxie, als sich die eigene Nase. Der Sack-Virus ist nicht hier, also mach eine Fliege und düse los. Nicht ganz so schnell. Nein, nur das nicht! Ich fürchte doch. Ihr dürft keine Raumfahrt mehr starten, bis wir den Virus gestellt haben. Bis dahin, haltet eure Augen auf und eure Schuhe sauber! Na gut, finden wir den Virus, sonst habe ich bis zum Ende meines Trotzalters Zimmerarrest. Hallo, Thomas? Susi, ich wollte nur wissen, ob du heute zu meiner Geburtstagsparty kommst. Du kommst? Fein, also wir sehen uns dann. Yippie! Freust du dich auf deine Geburtstagsfeier? Na klaro, Tommy, mein Traummann kommt ja auch zur Fete. Oh, mir ist ganz schwummerig. Ich sehe ganz bunte Flecken. Du siehst wirklich nicht gut aus. Ich bin ganz okay, wirklich. Ich glaube, ich muss deine Freunde anrufen und die Fete absagen. Nein, das darfst du nicht, Mami, bitte, bitte nicht. Wenn du kein Fieber hast... Kind, du glühst ja. Verwindet nochmal. Susi hat sich den Osiris-Virus eingefangen. Wir müssen uns unbedingt diesen Nasi Benhachi schnappen. Und was schlägst du vor? Wir müssen ihm auf der Stelle hinterher, sonst können wir unsere gesamten Planetenreisen vergessen. Das wäre langweilig. Genau, genau. Wir müssen klitzeklein werden. Zicke, zacke, zauber, zeig dich. Wir müssen uns beeilen, bevor jemand spitz kriegt, dass wir weg sind. Merkwürdig, vor einer halben Stunde hast du geglüht und jetzt ist das Fieber weg. Kann ich dann meine Fete feiern? Bitte, 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 bitte. Ja, meinetwegen. Aber zuerst musst du diese Grippekapsel schlucken. Da könnten wir genauso gut den Mount Everest besteigen. Da hinauf? Wieso? Warum? Weil wir da hin müssen. Das war leichter als die ersten Schritte. Jetzt müssen wir in die Susi reinrutschen. Und wie stellst du dir das vor? Ganz einfach, indem wir uns in der Grippekapsel verstecken. Susi, nimm jetzt deine Medizin. Alle Mann festhalten! Und gib dem Zauber Zucker! Zicke, zacke, Zauber, zeig dich! Weg von der Zunge, vorbei an der Lunge, den Magen ganz nah und gleich sind wir da! Hallo, meine Lieben! Kommt doch rein! Hallo, Thomas! Na, Susi, wie geht's denn? Oh, hoffentlich gefall ich, Thomas. Oh, so ein Mist, jetzt kriege ich Magenflattern. Anscheinend sind wir auf einem Spaghetti-Berg gelandet. Sollen wir das alte Lied singen? Am Monte Spaghetti. Aufhören, Abby. Siehst du das? Ah!
Lernt die Buchstabennudeln ein bisschen schneller. Ihr lahmen Hecken seid ihr immer noch bei diesem blöden B. Wir haben noch 24 Buchstaben vor uns. Entschuldigen Sie, Sir. Bewegt euch, Jungs. Da kommt noch eine Ladung Kuchen und Eiscreme. Oh Mann, wie ich Geburtstagspartys hasse. Sir. Ich hab jetzt keine Zeit zum Quatschen, Alter. Wir suchen Nasi Ben Hatzi. Die Pfeife war hier. Der wollte meine ganze Arbeit auf den Kopf stellen. Er wollte Ketchup mit Schokolade und Stangenbohnen zusammenmixen. Ja? Ja, und du weißt, welche Verrenkungen der Magen da machen muss. Und wo ist dieser Hatzi jetzt? Keine Ahnung. Geht doch zum Herzen. Der Wirt von der Herzbar kennt jeden. Schmeckt dir der Himbeersprudelpunsch, Thomas? Ja, der kitzelt mich so in der Nase. Da habt ihr es, Blödmänner. Ihr habt mich von der Arbeit abgehalten und jetzt steht der ganze Laden Kopf. Mann, geht in Deckung, da kommt eine Superportion. Thomas, ich... Oh, was war denn das? Entschuldigung. Ich habe mich vor Thomas schrecklich daneben benommen. Mami, es ist mir so unangenehm. Nichts wie weg aus diesem Nudeltopf. Sagt mir, wenn ihr einen Wegweiser zum Herzen seht. Da vorne hängt ein großer Pfeil. Wir sind nur einen Steinwurf von der Niere entfernt. Wir kommen immer näher. Max, Vorsicht! Was soll denn dieser blöde Verkehrsstau? Haben hier die Ferien begonnen? Das muss ja ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt sein. Oje, hoffentlich bringt das Susi nicht aus der Fassung. Deine Mutti hat die Kekse gebacken, sie sind sicher köstlich. Ja, probier doch mal. Was hast du? Schmecken dir die Kekse nicht? Doch, doch. Sie sind sehr gut. Wirklich. Wahnsinn, so ein Verkehrschaos habe ich noch nie erlebt. Die roten und weißen Blutautochen auf dem Weg zur Arbeit. Verwindelt nochmal, da ist er. Nasi Ben Hatzi bringt alles durcheinander. Los, kommt, Freunde, das ist unsere Chance. Der entwischt uns, Max. Eins nach dem anderen, AB. Ach so, stehen die Autos dicht an dicht, klemmt dir eine Pfeife ins Gesicht. Geht's wieder, Susi? Alles in Ordnung, ich hatte nur einen kleinen Knoten im Hals. Danke. Da bin ich aber froh, das hat nämlich gar nicht gut ausgesehen. Bitte entschuldige mich einen Augenblick. Mami, ich habe mich vor Tommy schon wieder daneben benommen. Zuerst rülpse ich ihm ins Gesicht und dann verschlucke ich mich an seinen Keksen. Dann versuche ihm ein Kompliment zu machen. Wow, das ist ja das reinste Spukschloss hier. Keine Angst, Tidibus. Hey, hört ihr das lustige Bumpern? Hier muss das Herz irgendwo sein. Hey, Dufte, da ist es ja. Der Herzclub rund um die Uhr geöffnet. Voll gepumpt ist das halbe Leben. Gut, gehen wir doch mal rein. Mal langsam, Jungs. Was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Wir sind die geheime Suchtruppe. Was? Eine geheime Blutgruppe? Moment, Jungs. Seid ihr positiv oder seid ihr negativ? Insgeheim, ich bin positiv, Sir. Mann, meine Stammgäste sind nur positiv oder negativ. Ein Geheimer war noch nie dabei, ist mir eine Ehre. Ich gebe euch die besten Plätze im Haus, bitte sehr. Tretet ein. Wie ist denn das Publikum heute? Oh, bestens. Seht ihr den Typen da drüben? Er schaufelt Schmalz. Der schaufelt was? Oh, Ohrenschmalz. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, wir bringen Ihre Antikörper in Schwung. Es unterhält Sie die Gruppe Plasma. An der Sehnenharfe, Sami Aorta. Am rechten Organ, Maurice de Vene. Und jetzt, der Musiker, den man den Typen mit der unverwechselbaren Klappe nennt. Bobby Plasma. Ganz ruhig, keine Aufregung, meine lieben Gäste. Nur ein kleines Herzflimmern. Muss eine kleine Liebesgeschichte sein. Auf geht's, Bobby! Ich bin froh, dass du mich zu deiner Party eingeladen hast. Wirklich, Tommy? Na,
gefällt's euch hier, geheime Gruppe? Insgeheim sehr gut. Wir müssen Nasi Benhatti finden. Hast du ihn gesehen? Ja, der Typ war vorhin hier. Wo ist er denn hingegangen? Richtung Lunge, durch die Tür da drüben. Danke. Ihm nach. Gib dem Zauber Zucker! Zicke, zacke, Zauber, zeig dich! Da drüben, Nasi Benhatschi, den schnappen wir uns jetzt! Jetzt haben wir dich, du schmieriger alter Virus! Zu spät! Die Eier sind gleich ausgebrütet. Und was willst du damit machen? Eierkuchen? Nein, du dummes Wickelkind. Wenn deine Schwester nur einmal niest, werden alle Kinder dieses Planeten meinen Virus haben. Dir werde ich was husten, Nasi Benhatschi. Zu spät. Guck mal da hinauf. Das ist Franz von Krippler. Er steigt ihr in die Nase. Gleich niest sie sich die Nase aus dem Gesicht. Gleich wirst du niesen, schön. Tatsächlich, er steigt ihr in die Nase. Er juckt uns jetzt nicht. Zuerst müssen wir diesen Benhatschi stoppen. Den Jodler schnappen wir uns später. Ihr werdet mich nie erwischen. Wir müssen die Sache anders angehen. Ich steig dem Jodler hinterher. Gut, und Fidibus und ich werden versuchen, im Gehirn den Niesreflex zu finden. Komm. Ja, und drück den Stöpsel rein, damit die Nase nicht mehr läuft. Jodeldeididü, gleich wirst du niesen, schön. Aha, hier ist es. Ja, sehr schön. Gutschi, gutschi, guu. Also gut, jetzt kommt mein Kompliment. Weißt du, Tommy, dass du ein wunderschönes Hemd anhast? Danke, Susi. Und dein Gürtel ist einmalig. Er gefällt dir? Ja, glaub mir, er ist einfach irre. Jodeleididü, gleich wirst du niesen schön. Nicht, wenn ich verhindern kann. Hey, wer ist da? Ich bin es, dein Albtraum. Attacke! Gucci, Gucci, Gu! Nein, nein, nicht! Gibst du auf? Gut. Ja. Das ist eine wundervolle Feder. Ja, die ist seit Generationen in der Familie derer von Krippler. Gib sie mir. Bitte, bitte. Aber ja, gerne. Ach, mit meiner Babynummer schaffe ich einfach alle. Glaubst du, du kannst mich zum Lachen bringen? Ich bin nicht kitzlich. Das war die letzte Nase, in die er gebohrt hat. Jetzt muss ich aber AB und Fidibus finden. Wir stehen schon ewig hier. Sollten wir nicht endlich was tun? Fidibus, das hier ist kein Versuchslabor. Diese Knöpfe kontrollieren buchstäblich jeden Teil von Susis Körper. Max, bin ich froh, dass du kommst. Wisst ihr schon, wie man den Niesreflex ausschaltet? Also ja und nein. Es ist einer dieser Knöpfe, das steht fest. Dann entscheide dich für einen. Schnell! Ist das dein Rasierwasser, das so gut riecht? Ja, es ist Macho Nummer 5. Gehört Fatih. Es ist... Schnell, schnell, drückt irgendeinen Knopf! Klasse, wie du dich auf den Punsch stürzt. Irre. Sehr gut, das Niesen hätten wir im Griff. Jetzt muss nur noch jemand diesen Rotzkerl erledigen. Sagte jemand Rotz? Das ist Musik in meinen Ohren. Darf ich euch meine Rotzterrier vorstellen? Wow, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Dreh nicht gleich durch, Fidibus. Diese ollen Möpfe können uns nicht aus der Ruhe bringen. Schnappt sie euch, meine Schnuckelchen! Du bist ein hinreißender Tänzer, Tommy. Au! Oh, entschuldige. Weißt du, Susi, ich stehe auf Mädchen, die rübsen können. Aber tanzen kannst du wirklich nicht.
Hey, ihr Rotzterrier, weg von Susis Bordcomputer! Wow, Susi, du hast aber ausgeflippte Bewegungen drauf. Ich wusste gar nicht, dass du doch tanzen kannst. Ich auch nicht. Bibibus, schnell! Ich brauche einen Goldschläger! Zicke, zacke, sauber, zacke! Eins. Zwei. Da drüben, Max! Ihr werdet euch noch wundern. Du warst doch früher nie so gut drauf, Susi. Was ist denn passiert? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Noch bin ich nicht am Ende. Nicht wahr, meine kleinen Viruseierchen? Wenn sie nicht niest, steigen wir zu Fuß aus der Nase raus. Ja, kommt schon, Jungs, gehen wir Kinder anstecken. Genau wie der Alte. Nasiben Hatschi, du schmieriger Rotzlöffel! Jetzt habe ich endgültig die Nase voll. Philippus, kannst du mir... Meine Viren Güteklasse A. Jetzt wird uns niemand mehr aufhalten können. Was? Achtung, fertig, Feuer! Unmöglich! Was habt ihr den lieben Eierchen angetan? Was ist das für ein Dreckzeug? Gut gemacht, Max. Lass uns hier verschwinden. Potzschnuller, wir sind in Ihren Augen. Das war eine Traumparty. Ist das dein Ernst, Tommy? Ehrlich, Susi. Ciao. Sehr gut, Schwesterherz. Die Tränen können wir jetzt gut brauchen. Dieser nette junge Mann hat Susi sehr gerührt. Naja, AB, es ist ihre Party. Da kann sie nach Herzenslust heulen. Philippus, los! Mach uns wieder groß! Zicke, zacke, zauber, zacke! Hier, Philippus! Halt mal den Nasiben Hatschi! Hallo? Ist da die Vermittlung für Weltraumgespräche? Agent Heinrich, bitte! Ich bin so schnell gelandet, wie ich konnte, Erdenbürger. Hier. Danke, ich darf im Dienst nicht trinken. Du Flasche, guck doch. Oh, gute Arbeit, Erdenbürger. Ihr seid im All willkommen. Aber denkt daran, immer die Schuhe putzen. Das heißt, dass wir heute Nacht wieder abdüsen können. Was? Max! Max, das war eine tolle Fete. Und du hast sie mir ausnahmsweise nicht vermasselt. Kuckuck, gell?